Möchte auch mit einem Gerücht aufräumen der letzten Tage, was das Erwachsenenschutzgesetz betrifft. Das steht überhaupt nicht in Frage und auch eine Verschiebung steht nicht an. Damit sollten diese Dinge geklärt sein. Also ich kann ja sagen, dass ich zu 100% hinter dem Gesetz stehe, weil ich den Grundsatz, dass man sagen muss, weg von Entmündigung hin zu mehr Selbstbestimmung. Also ein Gesetz, das über 2 Jahre gemeinsam erarbeitet worden ist von allen Betroffenen bzw. Organisationen. Ein Punkt aber, den man dabei berücksichtigen muss, ist, dass also dieses Gesetz in der Folge ca. 17 Millionen Euro pro Jahr an Aufwand für das Justizressort und Reformressort bedeuten würde und dass gleichzeitig derzeit eben Verhandlungen mit dem Finanzminister eben im Gange sind, wo er nicht im Hinblick auf das Budget meines Ressorts darauf achten muss, dass diese neue Maßnahme, die mit 1.7.2018 in Kraft treten soll, dass dafür auch die nötige Finanzierung notwendig ist. Das heißt, ich stehe zu 100% und bin immer gestanden zu diesem Gesetz, aber wenn man das auch einführt, braucht man dazu das Budget, das habe ich noch nicht, aber ich stehe diesbezüglich in Verhandlungen mit dem Finanzminister.